Entschuldigt bitte mein Schmatzen. Aber so ein schöner heißer Kaffee bei 31 Grad Außentemperatur, das kann was. Herzlich willkommen, die liebe YouTube-Gemeinde. Herzlich willkommen bei Nice Eye 36. Herzlich willkommen zum Gabelservice und Gabelrevision, möchte ich sie mal nennen, zur Gabelrevision der Yamaha Dragstar 650, die XVS 650. Ja. Danke der Nachfrage, es geht mir gut und danke für eure zahlreichen Kommentare in den letzten Tagen. Ja, ich bin wieder am Arbeiten, wieder in derselben Firma, mal für 2 Monate. Das heißt, am 8.8.2019 wird es sich entscheiden, wie das aussieht. Dann wurde ich per E-Mail von 3 unseren Gemeindemitgliedern gefragt, ja Martin, du hattest mal die Klappe so groß aufgerissen und so weit aufgerissen, was ist mit deiner Lehrabschlussprüfung? Liebe Freunde, die Mühlen der, die Mühlen malen langsam. Meine Unterlagen sind abgegeben, ich warte noch auf den Bescheid, ob ich überhaupt zugelassen werde. Und dann werden wir September, Oktober, schätze ich, mal antreten. Wenn es denn klappt und wenn alles so funktioniert. Ich muss natürlich abwarten, ob ich zugelassen werde und dann muss ich die Schulungen machen. Es bringt ja nichts, wenn ich vorher, aber das heißt, es bringt nichts, es würde schon was bringen, mir persönlich. Ja. Aber diese Schulungen sind nicht kostenlos und ich habe das Geld nicht zum Fenster rauszuwerfen. Ich muss also warten, ob ich darf und wenn ich darf, dann werden wir schauen, ob ich es auch schaffe. Die Lehrabschlussprüfung als Kfz-Techniker, nicht Mechatroniker, nicht Kraftfahrzeugmechaniker, Kraftfahrzeugtechniker mit Zweiradtechnik. Ob ich die schaffe und ja, wir werden es sehen. Ich muss im Vorfeld ein bisschen was erzählen, liebe YouTube-Gemeinde. Biketeile-service.de hat mir die restlichen Teile für unser Projekt der Suzuki GSX 1100F gesendet. Ich habe von Wilbers die progressiven Gabelfedern für die XC800 erhalten und die Bremsbeläge für unseren Previa Brembo. Meine Klimaanlage am Passat geht immer noch nicht. Am Freitag hatten wir 34 Grad. Und meine Klimatronik scheint zu glauben, wir haben draußen 8 Grad. Ja. Im Auto waren es 45. Ich werde da also am Montag vehement dahinter steigen, dass das aufhört, weil sonst gehe ich kaputt. Und ja, sobald das gerichtet ist, werde ich eh die meiste Zeit mit dem Motorrad in die Firma fahren, wenn das Wetter nicht so ist, wie es heute ist. Das ist mal wieder, ja, es hat mal wieder geregnet und ja, es ist stark bewölkt draußen. Es ist pfundig warm, aber die Gefahr für Regen ist da. Gewitter wurden angesagt. Da kann also noch was kommen. So, lange genug geredet. Was ich festgestellt habe, zeige ich euch am Objekt der Begierde. Aber vorher. Ein YouTube-Gemeindemitglied, mein Gott, hat gesagt, wieso habe ich, als die Gabel eingebaut war, diese Kappen nicht aufgemacht. Ganz einfach, ich habe einen Schlagschrauber. Ja, damit geht das Ding pfundig leicht auf. Wo ich aber das Problem habe, ist hier innen drin diese 8er Sechskant. Ja, leider Gottes, mein 6er passt nicht und mein 8er ist zu kurz. Ja, ich muss hier zuerst mal die Schraube rausnehmen. Die ist ja nur angelegt. Die Klemmschraube und der ist einfach zu kurz. Das heißt, ich könnte jetzt vor dem Problem stehen, mit einem normalen Inbusschlüssel, dieser Winkel ist auch zu kurz. Jetzt habe ich mir das hier mal geholt und da müssen wir jetzt natürlich schauen, ob das so funktioniert.
Ich spanne die Gabel hier mal ein in meinen Bernstein. Da hat mich auch der Kollege gefragt, der Nachbar, was das für ein geniales Teil ist. Sowas hatte er noch nie gesehen. Das sage ich ja. So ist das halt. So eingespannt ist es. Jetzt wollen wir mal testen. Ob ich das Ding hier aufkriege. Es scheint zu klappen. Jupp. Dann werde ich nachher, also hier, das reicht auch nicht mit dem kurzen Teil hier. Ja. Dann werde ich nachher also vor dem Problem stehen, das entsprechende Drehmoment auf diese Schraube zu bekommen. Das heißt, ich werde da Knallfall, zuerst mal meine Brille holen. Vorbereitung ist das halbe Leben. Dabei habe ich mir heute Mühe gegeben. Die mag also noch nicht so, wie ich das gerne will. Hier mal nachhelfen. Oh ja, die ist ziemlich verschmuckt, was da so alles rauskommt. So. Ja, sag mal, was ist denn da? Wieso kommst du da nicht raus? Das ist alles, boah. Mal den Lappen hier nehmen. Da geht die Scheibe nicht durch. Doch, geht. Ja. So sieht das Ganze dann aus. Da war entsprechend Dreck dahinter. Aber das Gewinde sieht gut aus. Da kommt sowieso eine neue Scheibe drauf. Ja. Und wenn ich mir das hier so anschaue. Naja, vom Geruch her, von der Geruchsbelästigung. Geht's eigentlich noch? So, mach hier mal wieder auf. Habe ich mir hier einen Kübel zurechtgelegt. Und jetzt werden wir diese Brühe mal hier rauspumpen. Eher wassertechnisch als alles andere und pechschwarz. So, jetzt mache ich das. Boah, jo. Nur nicht die Nase zu tief reinhängen, ihr Lieben. Boah, alter Gefalter. So, und dann hängen wir die hier mal da rein. Sieht man, was ich da mache? Nein, natürlich nicht. Das ist klar. So, da ist mein Bernstein und da hänge ich jetzt einfach die Gabel hier rein, damit die ganz toll austropfen kann. Ach ja, Kurbel, 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 Kurbel. Gehst du jetzt da rein oder nicht? So, gut. Sie unten mit dem Kübel noch ein bisschen weiter her. So, ja, das funktioniert so nicht. Warum nicht? Warum willst du so nicht? Jetzt haben wir die hier oben eingespannt und da unten kann es raustropfen. Und während das da unten so schön raustropft, werde ich mal diesen komischen Gabelschutz hier abmontieren. Was ist das denn? Sechskant oder was? Ei. Schauen wir mal. Ist das ein Sechskant? Scheint eher Torx zu sein. Jupp. Sieht aus nach Torx, fühlt sich an wie Torx, riecht wie Torx, ist Torx. Ja. Gut. Entsprechend vorsichtig gehe ich natürlich an die Geschichte hier ran.
Nicht, dass mir die Gabel da oben abstürzt. So fest habe ich sie ja nicht eingeschraubt. So. Gut, also das ist mal gelöst. Es ist natürlich kontraproduktiv, wenn man so einen Metallring an die Gabel montiert, weil es dann ganz einfach hier diese Beschädigungen gibt. Hier rundherum. Aber ich kann es nicht ändern. Ich kann die nicht neu lackieren. Ich muss den Tank neu lackieren, das reicht schon. Und da hatte ich ja eigentlich gedacht, ja okay, da holst du dir für 30, 40 Euro Lack. Du hast noch Klarlack da, also Lack, der annähernd an dieses Violett rankommt, ist ja die Violet Angel. Ja. 98 Euro Mindestabnahme, halber Liter, speziell angemischt. Es gibt keinen Farbcode, es gibt gar nichts zu dem Ding. Ja. Es muss immer was sein. So, jetzt werden wir einfach mal so in diesem Zustand den Deckel hier runternehmen. So. Geht also ganz easy. Wer natürlich keinen Schlagschrauber hat, ihr Lieben, bitte vorher diese lösen und dann vorsichtig hier aufschrauben. Da könnte eventuell, es ist sogar, eine gewaltige Spannung drauf sein. So sieht der Deckel also aus. Und dann kommt da die Distanzhülse raus. Jetzt zuerst mal hier das Werkzeug auf die Seite bringen. Vorbereiten. Ich habe das schon mal für Sie vorbereitet. Gestern war ich mit dem lieben Mario und dem Christian, wenn ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe, ein Bekannter von Mario, eine Honda Hornet 600 anschauen. Und die war so gut, dass sie der liebe Christian, er hat sie gekauft. Oha, oha, was ist das? Doppelscheibe? Doppelte Scheibe, nicht magnetisch, so wie es aussieht. Was will uns das sagen? Eine Scheibe von wegen und so. Moment mal, wo habe ich jetzt meinen Putzfetzen hin da? Für die Nachwelt festgehalten. Boah, Leute, ich sag's euch. Es ist immer wieder das Gleiche. Zuerst meint man so, ja, das ist nicht so schlimm, das Gabelöl, das stinkt ja nicht so. Und wenn ihr wüsstet, wie das von hier unten hoch stinkt, eine mittlere Katastrophe. Da hätten Sie vor 5 oder 6 Monaten dabei sein sollen. Hey, das war vielleicht eine Mordskotzerei. Es könnte aber auch hier dran liegen. Da möchte ich momentan so nicht meine Finger ins Feuer legen. Aber wir sind bei diesen beiden Unterlagscheiben. Nicht original. Hundertprozentig nicht original. Aber, so wie es aussieht, aus Edelstahl. Um ganz einfach eine höhere Federvorspannung zu haben. Und das ist ja dann letztendlich die Scheibe, wo nachher das Rohr da hinten, das da auf der Feder aufsitzt. Und jetzt müsste ich da eigentlich in der Lage sein, die Feder rauszuziehen. Komm her. Na, tu nicht so, als ob du mich jetzt nicht verarschen. Ich warne dich. So, ziehen wir hier die Feder raus. Oha. Gucci, 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 Gucci. Mal bist du lieb. Was bist du denn für eine Feder? Ist da noch eine drin? Ah, das Ding hat jetzt genug ausgeblutet.
sollen wir das Ding ausschütten. So, aber zuerst mal einen kleinen Augenblick. Ich mach das mal. So. Da kommt nichts mehr raus. Also, liebe YouTube-Gemeinde, das kann es ja nicht sein, oder? Was ist das für eine Pipi-Feder? Also, ich werde die beiden Sachen mal eben kurz sauber machen. So, also, Feder und Hülse sind sauber. Jetzt schauen wir mal, dass wir hier den Gabelschutz runterbekommen, beziehungsweise den Staubschutzkappe. So, halt da bleiben. Sind wir hier durch. Ich werde vermutlich das Bickerl runternehmen müssen. Und hier ist die schwarze Brühe, die entsprechend stinkt. Die werde ich mal eben kurz entsorgen. So, als nächstes diesen Ring. Also sieht alles sehr, sehr gut aus bis jetzt. Zack, das war's. Und dann wird nur noch auseinandergezogen. So. Und das werden wir gleich säubern. So, schauen wir da mal rein. Geht das vielleicht mit Licht noch ein bisschen besser? Also kristallklar. Ich sehe hier auch sehr wenige Schleifspuren. Außer hier oben. Wo sind wir? Da. Mal schauen. Ja, das geht nicht weg. Das ist aber auch vom Gefühl her nichts, was mir Sorgen bereiten würde. Aber innen drin, das sieht alles recht gut aus. Also da sollte es keine Schwierigkeiten und Probleme geben. So, dann haben wir ja hier den hydraulischen Anschlag. Der sieht bei der Gabel etwas anders aus. Und lässt sich, soweit ich das sehe, auch nicht extrahieren. Ich muss das erst noch mal sauber machen. Da ist ja noch Dreck drin ohne Ende. So, sollen wir zuerst mal diese Teflonringe runternehmen. Die haben schon schwer gelitten. Die liebe YouTube-Gemeinde kennt das ja vielleicht. Wenn es so nicht geht, einfach einen Schraubendreher nehmen, in den Schlitz rein, ein bisschen auseinanderdrücken. Dann kann man den hier abziehen. So, dann kann der hier runter vorsichtig. Dann kann die Scheibe hier runter. Und dann kann der defekte bzw. nicht mehr zu verwendende Gabelsimmerring raus. Jetzt war der Harry und der Marion. Und der Harry und die Marion waren da. Hä? Nee. Und jetzt haben sich das Ganze mal angeschaut. Ich habe mit ihnen geredet. Und wir wollten ja noch die Zusammensetzung rausfinden, aber ich werde euch das ganz einfach so erklären, wie es ist. Diese Feder soll haben 33,25 cm. 33,25, ja, also 33 cm habe ich hier, brauche ich euch nicht großartig zu zeigen, ja, wie viel da fehlt. Ich gehe davon aus, das ist geändert worden von irgendjemandem mit einer anderen Hülse. Die Hülse sieht zwar original aus, aber ich habe keine Ahnung. Ich habe nur dieses
Werkstatthandbuch der XVS 650, Baujahr 1997. XVS 650, Baujahr 1997. Wo jetzt die Unterschiede zwischen der 4VR und der XVS 650K in Klammer 0, in Klammer A, in Klammer B, in Klammer C und so weiter und so fort liegen, habe ich keine Ahnung. So, also die Zusammensetzung. Wie war das jetzt? Bevor ich aber die Zusammensetzung mache, ich habe das Bicker mal runtergeschabt. Ich bin jetzt gerade dabei, das Standrohr zu polieren. Mit Metallpolitur, so wie es sich gehört. So. Da das Ding ja komplett sauber ist. Kommen wir jetzt mal zur Zusammensetzung. Hier hatten wir ja gesagt, der Teflon-Gleitring, hier drüben, hier drüber, das ist der Außengleitring, das ist der Innengleitring und das ist die Auflage vom Gleitring. Dann haben wir hier den hydraulischen Anschlag und da kommt ja diese Hülse drüber. So. Nee, Moment. Doch, so. Die sitzt dann hier auf. So, aber das ganze Ding kommt jetzt erstmal hier rein. Wo seid's denn? Da. Hier rein. Damit das hier unten durchkommt. So. Also es ist praktisch genommen wie bei allen anderen gleich, nur dass der Ring, diese Distanzhülse halt etwas anders aussieht. Und dann haben wir ja hier diesen Gabelreparatursatz. Ach so, apropos Gabelreparatursatz. Wir wollten uns das ja mal anschauen, glaube ich. Also hier sieht man ganz deutlich, wie das Rot schon durchschimmert. Und auch hier beim, da sieht man es wahrscheinlich etwas schlechter, wenn sie den mal scharf stellt. Ich suche mal die Stelle, da. Wo warst du jetzt da? Mit Licht, ja. Da sieht man es ganz deutlich, ganz, ganz derbe Kratzer drin. Aber ansonsten so weit eigentlich, na, wo ist mein Licht? Ja. Es geht noch, so schlimm ist der Innere nicht, aber der Äußere, der hat ganz, ganz schwer gelitten. Infolgedessen machen wir den neu. So, die alten Teile, 1, 2, 3, 4. Staubschutzkappe, Gabelzimmerring, äußerer Teflon-Gleitring, innerer Teflon-Gleitring zur Seite. Und wir haben hier neuen Gabelzimmerring, die Spange. Kommt auch weg. Den Gabelzimmerring, die Staubschutzkappe, der äußere Teflon-Gleitring und der innere Teflon-Gleitring. So. Und eine neue Klammer. So, und jetzt vergleichen wir das Ganze. Teflon-Gleitring. Einmal die Dicke, passt. Einmal der Durchmesser, passt. Neu, alt. Dann den hier, den Durchmesser, den Durchmesser und die Dicke. Passt auch. Gut. Jetzt kommt hier ein wenig Gabelfett drauf. Das braucht nicht viel. So, dann der Gabel, der Gleitring. Und da sieht man schon, der Spalt ist wesentlich enger als wie beim anderen.
So. Und dann kommt hier Gabelfett drauf. Gut. Und dann schieben wir das hier zusammen. Ich habe den jetzt mal aufgelegt auf meinem Bernstein. Also so, einfach nur aufgelegt. Jetzt werden wir hier die Feder reinschieben. Und dann einfach mit der Hülse hinterher, um hier ganz einfach Gegendruck ausüben zu können. So, das ist der alte Kupferdichtring. Das müsste der hier sein. Hier, perfekt. Jetzt fluppt der hier durch. Und jetzt muss ich nur finden, wo ich hin muss, dass das Gewinde passt. Was man ja hier sieht, kann ich hier schön drehen. So, jetzt dreht sich es innen drin mit. Jetzt wollen wir hier gegenhalten und schauen, was sich da tut. So, jetzt habe ich das Problem, dass das alles sich mitdreht. Na, halt die Hosen zusammen. So. Kann ich es nicht auf die gesamte Länge zeigen. Also, na doch, Moment. Da ist das Rohr, die Feder ist drin, da ist die Gabel. Hier habe ich es eingespannt an der Bremsaufnahme. Und jetzt werde ich das Ding hier, ja, mangels Drehmomentschlüssel halt, also relativ nach Gefühl, jetzt hier dagegen drücken. Und dann hier. Ja, jetzt ist fest. So. Das ist nach Gefühl. Ja, was will man da sagen? Und dann ziehen wir mal wieder raus. Hier machen wir ein bisschen lose. Feder raus. Brauchen wir ja jetzt noch nicht. So. Dann kommt jetzt, machen wir das mal so, jetzt kommt der innere Teflon-Gleitring. Dem gebe ich hier drin etwas Fett. Kayaba-Gleitfett. Dann kommt der hier drüber. Tack, der war jetzt so schnell da unten. So, so gut ich es jetzt zeigen kann. Jetzt muss man da, das muss ich selber erstmal schauen, da hinten ist der Schlitz, den hole ich mal hier vor. Beziehungsweise geht das, glaube ich, sogar schon so. Ja. Jetzt kann man den hier vorsichtig mal da reindrücken. So, und dann nehme ich gerne den Ring dazu. Mal sauber machen. Scharfe Kante nach unten, also den Ring hier. Den schieben wir da drüber. So. Dann kommt ein passender Durchschlag. Mal schauen, der ist zu breit. Beziehungsweise, ha, brauche ich ja gar nicht. Hey, brauche ich ja nicht mehr. Rumkünsteln. Mein Moment, habe ich da rausgezoomt oder was? Ja. So, der kommt jetzt dann da drüber. So. Und dann passt der. Dann kommen die beiden Teile hier. So.
da drüber. Und dann wird das Ding hier reinklopft. So, ups, Entschuldigung. So, einfach die Gabel lösen und den Ring hier rausholen. Und dann schauen wir an, wie tief das Ring da drin sitzt. Und wir stellen fest, also ich sehe es, ich weiß nicht, ob ihr das auch seht, das muss noch etwas tiefer. Also, wenn wir das Ding wieder hier einspannen, nicht zu fest, aber auch nicht zu lose. Dann haben wir ja, Vorbereitung. Ihr seid live dabei. So. Also mit so einem dünnen Durchschlag ganz vorsichtig das Ding hier runterbringen. So, zur Vorsicht nehmen wir die Scheibe dazu. Man kann da wirklich nichts passieren. So, das Geräusch hat schon gezeigt, dass das Ding jetzt richtig da drin sitzt. Also man kann die Scheibe hier drauf, scharfe Kante nach unten. So, hier wieder einspannen. Dann kommt der Gabelsimmerring. Wo habe ich jetzt mein Fett hingelegt? Hallo? Da, vor meinen Augen. Jetzt kriegt das hier drin mal, also das ist ja die Seite mit der Feder. Hier ist die Beschriftung, das heißt, der Simmering wird so aufgesetzt. Jetzt werden wir hier in diesen Gap das Gabelfett reintun. Dann rostet die Feder da drin nicht. So. Und dann kriegt er hier über die Gleitfläche noch ein bisschen. Okay, so geht's auch. So, einfach hier so einschmieren. Hier oben kontrollieren. Da. Kontrollieren, ob das scharfkantig ist. Das ist aber bei 99,9% aller Gabeln abgeflacht. So, einfach drüber schieben, runter damit. Gabeleintreiber, Gabelsimmering-Eintreiber draufsetzen. Die Gleitstücke. So, verifizieren, dass der Ring, wo diese Klammer drin sitzt, passt. Jetzt habt ihr das nicht gesehen, wie ich das eingeschlagen habe. Ne? So. Ich gehe ja immer gerne her und fette diesen Raum hier drin. Jetzt nehme ich hier das restliche Gabelfett. So. Aber man kann auch ganz normales Fett nehmen. Das geht jetzt nur darum, dass die Auflagefläche vom Gabelsimmering etwas eingefettet ist. So, dann kommt diese Spannfeder drüber. So, einmal einschnappen lassen, das eingeschnappte Teil einmal, zweimal, dreimal. So aus. Ja, also richtig schön im Sitz drin. Immer darauf aufpassen, dass die Klammer ordnungsgemäß sitzt. Und wie gesagt, das ist jetzt eine Glaubensfrage. Ich mache das halt immer so, dass ich hier jetzt ganz einfach etwas Fett drüber streiche. Muss nicht viel sein, nur damit das ganze Ding etwas benetzt ist.
Ups, daneben. So, dann sieht das Ganze so aus. Ja. Den Restüberschuss außenrum machen wir weg. An der Gabel, das kann noch bleiben, das ist nicht so wild. Und jetzt kommt die Staubschutzkappe drauf. Auch hier oben drüber. So drüber, runter, tschuck, und dann einfach hier mit den Fingern runterdrücken. So, und das war's schon. Ja. So, zum Schluss Gabel auseinanderziehen und jetzt sieht man hier Fettspuren. Ja. Einfach einen Fetzen nehmen und einmal durchziehen. So. Das war es. Jetzt kommt Öl hinein. Dann kann man hier eventuell vorher noch mal kontrollieren, wie das mit der Anschlagfeder ist. Das heißt, wenn die Gabel ganz rauskommt, habe ich hier den Federanschlag vom hydraulischen Anschlag, die Stange, die man da gesehen hat, nenne ich sie jetzt mal. Also unten drunter war ja der hydraulische Anschlag und oben drüber der hydraulische Kolben mit der Feder für den Auszug bzw. für den Ausfederanschlag. So, ja, etwas ungünstige Lichtverhältnisse. Laut Werkstatthandbuch 507 Milliliter. Ich habe mal 600 drin. Die kippe ich jetzt hier oben rein. Und 95 mm Luftkammer. So, ich bin mal vorsichtig. Traube im Schau. Gehen wir da mit dem Ding mal auf den Boden. Ups. So. Und dann füllen wir das Ding mal. Jetzt sind wir schon ziemlich weit oben. Jetzt wird entlüftet. Und da ist unten der hydraulische Anschlag, der wunderprächtig funktioniert. Da ist er. Geht also ganz, ganz easy mit Gewalt runter und dann ist hier der hydraulische Anschlag, der dann zum Tragen kommt, dass die Gabel nicht durchschlägt. So, jetzt schauen wir mal, wo wir mit dem Öl stehen. Ja, ein bisschen kann noch rein. Also 600 hatte ich da drin, 507 sollen es sein. Dann haben wir hier jetzt 110, 120, 600, 500. Ja, wollen wir mal schauen. Ja, das war jetzt aber viel zu viel. Das war viel zu viel. So, da nehme ich raus. Dann schauen wir nachher, ob das hinkommt. Schön gerade stellen. 5. 10. So. So, jetzt sind wir auf den 95. Das sieht auch relativ gut aus. Aber für mich ist wichtig das Luftpolster. 95 mm. Und das sieht auch danach aus, als ob das gut wäre. Ich weiß jetzt nicht, ob man da reinschauen kann. Also das sieht nicht schlecht aus, so aus der Erfahrung heraus. Jetzt ziehen wir die Gabel hoch, dann kommt die Feder rein. So, dann machen wir diese Scheibe rein, die Auflagescheibe für die Hülse. So, die hat sich jetzt aber gedreht. Das finde ich jetzt nicht schön von ihr. Wo ist mein Magnet?
Die will ich andersrum haben, nämlich mit der scharfen Kante nach unten. So, jetzt ist gut. Dann kommt die Distanzhülse. So, raus damit. Ja, die beiden Scheiben. Sollen wir die reinmachen? Ja, komm, wir bauen sie so wieder zusammen, wie sie ist. Für eine neue Gabel steht das Budget nicht zur Verfügung. Also, einmal Scheibe, zweimal Scheibe. Schön in die Mitte. Boah, exakt. Dann die Hülse und jetzt der Verschlussdeckel mit einer entsprechenden Federvorspannung. Aufpassen, dass man das Ding hier richtig erwischt mit dem Gewinde und nicht verkantet, was es auch nicht tut. So, dann hatten wir, wo hatten wir? So, wo seid ihr denn? Da seid ihr. Jetzt hier einfach angezogen, handfest. So, das war's schon. Und dann schauen wir mal. Jo, nicht schlecht für eine Chopper. So, und dann kommt die hier wieder rein. Den kann ich jetzt rausnehmen. Das Pickerl habe ich ja abgeschabt, kommt ja eh ein neues drauf. So. No. Was ist da, Läuse? Lenker ausrichten. So. Und so, damit die Kappe eben mit der Kabelbrücke ist. Und dann ziehen wir die unten mal an. Proforma. Gerade damit sie mal so ein bisschen hält. So, weil die Ausrichtung mit dem Ganzen, die mache ich ja dann, wenn das Vorderrad drin ist. Ja, also den langen Lenker, Büffellenker, haben wir uns darüber geeinigt. Da kommt ein anderer Lenker noch drauf, das ist eh klar. Ja, und dann die letztendliche Einstellung und Ausrichtung und Spannung der Gabel wegnehmen. Das kommt nachher alles, wenn die auf den eigenen Rädern steht. Da wird sie belastet, dann wird sie zwei, drei Mal gegen die Wand gerollt. Ja, und dann wird erst alles angespannt. Aber das kann ich ja vielleicht auch mal irgendwann zeigen. Jo. Und mit der zweiten Gabel mache ich jetzt genau das Gleiche, was ihr da gesehen habt. Da ist kein Unterschied. Nur möchte ich das nicht auf Video zeigen. Wir haben 18 Uhr und 5 Minuten. Für mich wird es langsam aber sicher wieder Zeit für den heutigen Feierabend. Heute hatte ich nur knapp 4 Stunden hier verbracht. Das ist Samstag und morgen. Morgen würde ich gerne soweit fertig sein, dass ich das Gerät hier, dieses wunderschöne Rad-Kfz, auf eigenen Rädern stehen habe.
Und ja, natürlich, ihr habt recht. Die habe ich vergessen. Also. Machen wir das Ding da wieder drauf. Politur. So. Einfach mal da so drauf. Nicht rumscheißen. Ich ziehe die unten an. Nur anlegen. Mir sollte irgendwann mal einer erklären, warum Gabelöl so stinkt. Woran liegt das? Bakterien auf jeden Fall mal. So. Aber was noch? Das ist die große Gretchenfrage. Ich kann das da mal raussabbern. Das ist der äußere und das andere ist der innere. Den nehmen wir runter. Und auch hier deutliche Kampfspuren rundherum rot zu sehen. Und der hier, ja, der geht eigentlich. Der ist nicht so schlecht. Den könnte man fast gar als Worst Case, wenn ein anderer hin ist, verwenden. So. Also hier sieht man relativ deutlich ziemliche Spuren. Ja. Da vor allen Dingen. Ja, hat halt gelitten, ist halt ein altes Motorrad. Na, da sehe ich aber was. Das versetzt mich jetzt gerade ein wenig in Verstaunen. Ich hoffe, man kann das jetzt sehen. Muss ich mal selber schauen. Das da. Geht das vielleicht ohne Licht besser? Ja, man sieht's. Lackspuren. Ja. Und hier auch entsprechend Grundierung oder sowas. Hier im oberen Bereich und da unten, wie immer, schön sauber. Ja, da muss ich mir mal was einfallen lassen. Mal schauen. Ich mache jetzt gerade diesen Spalt sauber, wo der Dings drin sitzt, die Klammer. Nicht, dass das da jetzt wichtig wäre. Da passiert ja nichts. Da sitzt ja der Teflon-Gleitring. Und ich glaube, so ist es besser. 500 Milliliter, fast genau. Kleines bisschen drüber. Jetzt haben wir einen Parallaxefehler. Ich will das einfach jetzt mal wissen.
Und ich habe vorher 600 und, ich weiß nicht, 630. Ich habe leider nicht genau geschaut. 507 sollen ja rein. Ölstandsabgleicher. Ein kleines Tröpfchen. Gabelöl noch. Ein wirklich kleines Tröpfchen. Ich will die beiden Gabeln exakt gleich haben. So. Ja, das waren genau 507. So rum. Kleines Tröpfchen, ja, ja. Gleich mal eine ganze Ladung mehr. Ah, jetzt haben wir's. Ja, also die Angaben stimmen. 507 Milliliter, es waren 510, 512, vielleicht irgendwie sowas in der Richtung. So, Feder. Scheibe, scharfe Kante nach unten. Tack. Wo ist er? Na, nehmen wir das da. Ja. So, und dann die anderen beiden Scheiben. Scharfe Kante. Wenn die mal immer so fallen würden, wie sie sollen. Schön in die Mitte. Zweite Scheibe. Distanzhülse. So. Den O-Ring nicht vergessen einzuölen. So. Und dann zuschrauben. So. Passt. Jawohl. Gut. So, Caps oben 23 Newtonmeter. Einmal 24er, nee, wollte vor 22er. Oder 23? Ja, 22. Falsche Nuss erwischt. Einmal. Zweimal. Ja, ihr Lieben, Gabelservice bei der Dragstar 650. Unsere Violet Angel. 19 Uhr und 10 Minuten, es wird Zeit für den Feierabend am heutigen Samstag. Ja, Resüm zum heutigen Tage. Oder generell zur Maschine. Kabel werden wir kürzen. Ich werde versuchen, die Stellen, die reingeflickt worden sind, zu erneuern, beziehungsweise ich schaue mir auch die Schalter an, beziehungsweise schaue ich im Internet nach, ob ich eventuell original gebrauchte Schaltereinheiten bekomme. Sie bekommt selbstverständlich eine neue Stahlflexleitung. Die werden wir entweder bestellen oder ich schaue mal im Bestand.
irgendwo in diesem noch vorhandenen Chaos. Es ist unglaublich, liebe YouTube-Gemeinde. Wieso kommt eigentlich keiner von euch hierher und räumt hier mal auf und sorgt mal für Ordnung und Sauberkeit? Ja, Sauberkeit ist ja, ich sauge ja ständig und wische, naja, wischen nicht, aber rausfegen und so weiter und so fort. Also Sauberkeit nicht, aber Ordnung. So, also liebe YouTube-Gemeinde, das geht nicht. Das kann's nicht sein. Ne? Und ja, wo waren wir denn jetzt stehen geblieben? Ja, rein theoretisch könnte ich das Vorderrad reinbasteln, aber wie gesagt, ich mache jetzt Feierabend. Das machen wir am Sonntag, sprich morgen. Morgen werden wir die Front bis auf den Lenker und das ganze Zeug mal fertig machen. Ich werde mit dem Lenker arbeiten müssen momentan, aber das ist egal. Jo, und dann schauen wir mal, was draus wird. Japan-Stecker habe ich noch. Ich werde hier also auch wieder Steckverbindungen machen, wie zum Beispiel beim Scheinwerfer hat man es ja gesehen. Da werde ich die Adern mit einzelnen Japan-Steckern, die Rundstecker machen, um dem ganz einfach Sorge zu tragen. Achso, den habe ich jetzt im Karton. Aber wir haben es ja gesehen, das war ja hinten zugeklebt und da hat so ein kleines Loch drin, dass ich da die Kabel rein und raus tun kann. Dann werden wir die Kabel reinführen in den Scheinwerfer und werden dann im Scheinwerfer die Stecker hinmachen irgendwie. Das werden wir schon hinkriegen. Ich habe gesehen, da hat es noch ein paar Lüsterklemmen. Schande über mein Haupt. Wie komme ich jetzt auf Marion? Die liebe Martina. Also Martin, Martina, das sollte ja eigentlich... Headbang, vielleicht hilft's was. Oha. Ich könnte das auch so machen. Ja. Oh, vielleicht bringt es ja was. Ja. Alzheimer, lass mich nicht alleine, sonst bin ich so alleine. Aber es hat den Vorteil, ich lerne jeden Tag neue Menschen kennen. Gut, Gabelservice erledigt. Wir haben festgestellt, laut Reparaturhandbuch sind die Federn kürzer. Dafür ist die Distanzhülse länger. Dann hat es noch zwei Scheiben drin. Ich habe die Maschine so wieder zusammengebaut, beziehungsweise die Gabel so wieder zusammengebaut, wie sie war. Sie hat funktioniert. Ich bin sie ja schon auch gefahren. Ist nicht das Gelbe vom Ei, gebe ich ganz offen zu. Aber irgendwo müssen wir auch die Kirche im Dorf lassen. Weil sonst müsste ich hergehen, müsste den Motor ausbauen. Ich müsste den Rahmen schleifen, den Rahmen lackieren. Dann müsste ich Chromdeckel austauschen, Motorchromdeckel austauschen. Ich müsste die Gabel Tauchrohre schleifen, neu lackieren und so weiter und so fort. Also wir bleiben mit der Kirche im Dorf. Hat funktioniert, wird wieder funktionieren. Nicht das Gelbe vom Ei. Wie gesagt, die Federrate ist natürlich ziemlich geändert, aber das ist eine Chopper. Gut, die Martina hat gesagt, sie nervt es ein bisschen, dass bei 160 Ende ist. Dann saß sie auf der CBR 600R oder CBR 600 oder was auch immer das für eine Kraxe da hinten ist, die alte Klapperkiste. Würde ihr auch gefallen? Da habe ich mal die Glubscher aufgesprengt. Die Martina auf der Rennsemmel, Knieschleifer. Ja, wer weiß, vielleicht kommt da noch ein schöner... Ein schöner Auftrag und ein schönes Projekt hinterher. Man weiß es nicht. Ja. Also auf jeden Fall, wir werden die Trackstar technisch absolut fit machen. Die Gabel, ja, es ist klar. Vielleicht werden wir da über den Winter mal was ins Auge fassen. Sollte sie bleiben oder wie auch immer. Alles Zukunftsmusik, alles Gerede von mir. Nichts dran stören. Ich weiß, es ist nicht das Gelbe vom Ei, man sollte es ändern, aber da steckt so schon ein Haufen Geld drin, wie man weiß. Alle Lager neu, komplett von vorne bis hinten. Ja. Schaut es euch an, Allbolts. Gabelservice, Gabelreparatursatz und so weiter und so weiter. Dann die ganze Kabelei und neue Reifen und Tank lackieren lassen und. Ja. Also immer schön die Kirche im Dorf lassen. Jo, also, soweit von meiner Seite. Einen Duschschlauch habe ich noch von der Tachowelle. Den kriege ich wahrscheinlich auch nicht irgendwie drüber gezogen. So wie ich das sehe, ist ja egal. Schauen wir mal. So,
gut gefettet von mir. Daran zu erkennen, es ist schwarzes Fett. So. Und da war es drüber. Aber dann ist, ja, dann ist Ende der Fahnenstange. Mehr geht nicht. Das ist hier geweitet, das sieht man auch. Wo seid ihr denn da? Da ist es geweitet. Das kriege ich jetzt wahrscheinlich sowieso nicht mehr zurück, oder? Bitte, bitte, bitte. Komm raus, du Mutter. Ja, Gott sei Dank. Ja, und auch hier wieder. Na, wo seid ihr denn? Mein Monitor steht auf dem Kopf. Irgendwelches Dichtmittelzeug. Bäh. So. Gewaschen. Vielleicht hört ihr es. Das kommt also nicht von draußen. So. Ich zeig's euch mal. Ihr kennt das sicherlich. Heimchen mittel und Heimchen groß für unsere Geckos zu Hause. Dann habe ich noch Sobo Dingsbums. Heimchen groß. Zophobas. Zophobas. Diese Leckerschmecker-Dinger, die. Und dann habe ich noch einen Liter Zweitaktöl mit dabei. Der liebe Alexander braucht wieder Öl für sein Moped. Gut, also liebe YouTube-Gemeinde, ein Prosterchen, ein Prostata auf euer Wohl. Möge der Saft euch niemals ausgehen. Haben wir es soweit geschafft, ja. Es kommt noch viel Arbeit auf mich zu, aber die mache ich ja gerne, das wisst ihr ja. Und ja, eure Kommentare haben mir weitergeholfen, das auf jeden Fall. Und auch der eine oder andere Hinweis über die neue Firma und so. Alles nachzulesen in den Kommentaren, bitte, brauche ich nicht näher darauf eingehen. Dürfen wir gerne noch weiter darüber diskutieren, hat aber wenig Sinn. Es ist, wie es ist und wir werden sehen, was draus wird, hatte ich ja erzählt. Lehrabschlussprüfung ist nicht vom Tisch, sondern in Arbeit. Ich schätze, nächste Woche bekomme ich Bescheid. Hoffentlich, und wenn nicht, dann halt nicht. Gut, liebe YouTube-Gemeinde. Herzlichen Dank für euren Daumen nach oben und herzlichen Dank für eure zahlreichen Kommentare hier unten. Nein, da. Nicht, dass es wieder heißt hier, na, solche sexuellen Anspielungen, die dürfen nicht sein. Das darf nicht, das geht nicht. Nein. Psst, pfui, aus, Sitz, Hundeplatz, Pietät. Gibt es sonst noch was zu sagen? Im rechten Eck, Dragstar, erstes Video. Im linken Eck bitte das Abonnement für die zukünftigen neuen Gemeindemitglieder. Einmal draufklicken, das wäre kostenlos, kostet euch also nichts. Ja, dann würde ich sagen, bis Sonntag. Bleibt mir gewogen. Für euch. Baba.